Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und wir sind hier immer noch in der Bäckerei und hier gibt es noch allerlei feine Sachen. So hoffe ich. Okay, ja. Nahrungsstapel, nehmen wir mit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hoardium. Kann man denn damit tun? Diamantspitzenklingenmod kann man damit herstellen. Aha. Das brauchen wir gerade nicht. So, kriegen wir den geknackt? Na, passt. Noch einen haben wir nicht, oder? Doch. Es wird nichts. Das wird nichts. Puh, jetzt wird langsam kompliziert. Okay. Wir kriegen nichts mehr mit. Ich muss wieder ausladen. Aber ich könnte mal was essen. Glaube ich. Oh ja. Essen ist immer gut. Wir kriegen auch gar nichts mehr rein. Gut. Oder auch nicht gut. Ich würde sagen, wir kommen noch mal wieder. Den ganzen Krempel erstmal wieder alles rausschmeißen. Verwerten. Und dann können wir die Zeit, in der es dunkel wird, nutzen. Und mal ein wenig an unserer Basis da bauen. Und Munition herstellen und alle so eine Geschichten. Da oben turnen schon wieder zwei Zombies rum. Jetzt müssen wir nur noch eine Quelle auftun, wo wir Nitratpulver abbauen können, aber auch, ich bin mir sicher, auch die werden wir finden. Unsere so zwei kleinen Bäumchen wachsen auch. So, Moped kommt auf die Terrasse. So, einhalten, aussteigen, reingehen. Die Tür können wir offen lassen. Kommt eh keiner. So, hier kommt erstmal einen halben Stapel rein. Das reicht für
Eine ganze Weile. Eisen ist erstmal ganz wichtig. Messeling kann da hinein. Das kommt hier unten hin, weil das wird verkauft. Das auch. Das kann hier mit rein. Aber das können wir zerlegen. Nein, die brauchen wir. Das kann auch zerlegt werden. Das Ding ist besser. Nee, ist nicht besser als das, was wir jetzt haben. Kann es auch zerlegt werden erstmal. Battery low. Ja, schön, mein Headset ist gleich leer. So, Headset am Strom. Haben wir jetzt alles ausgeladen. Und wir können... Ganz viel. Oh, hier passt wieder nichts mehr rein. Es ist doch nicht wahr. Ich muss mir jetzt auch noch einen neuen Schrank bauen. Oh, hier geht wieder nicht alles rein. Das können wir mal essen. Das können wir auch essen. Und dann haben wir alles aus dem Moped raus. So viel Eisen. Können wir gleich noch einen halben Stack hiervon einschmelzen. Dann ist es auch erledigt. So. Kohle kommt erstmal hier hinein. Das auch, das kommt ja dann noch weg. So, das wird zerlegt. Das kann da rein. Sprit haben wir wieder genug gesammelt, davon haben wir gesammelt. 49 Eisenbarren. So, in einem dieser Schränke war Medizin. Der ist auch voll. Ich meine, ich habe ja im Keller einen Waffenschrank, aber wer will denn jedes Mal in den Keller rennen? Kriegen wir hier noch irgendwas hinein? Natürlich nicht. Hier ist alles voll. Die kriegen wir wenigstens noch rein. Das war's dann aber auch schon. Dann machen wir mal Folgendes. Also wir haben hier kein Holz mehr drin. Maisbrot können wir herstellen. Machen wir das doch. So, und dann war es das auch schon wieder. Es ist nicht wahr. Es ist alles nicht wahr. So. Wie tun wir denn jetzt? Ist hier schon irgendwas? Ja, hier haben wir schon wieder ein paar Pflastersteine. Das können wir machen. Hier sind auch noch Pflastersteine.
Schon Holz nehmen wir uns mal noch mit. Noch mehr Pflastersteine. Wir haben immer noch kein Licht im Kopf. Ach Quatsch, falsche Taste. Und wir haben den nächsten. Wir sind jetzt Level 9. Ausbau kriegt man ja ordentlich Punkte zusammen, ne? Und schon fehlen uns wieder Pflastersteine. Fehlen uns wieder Pflastersteine. Das heißt, wir gehen mal kurz rein und gucken mal, was wir jetzt für Fähigkeiten freischalten können. So, Schlösser knacken könnten wir, dann könnten wir vielleicht endlich mal da, aber wir wollen erstmal hierher. Dann können wir nämlich Arbeitsstation Tischkreisigen Betonmischer herstellen. Und die Fertigkeiten sind 20% schneller. Den machen wir das einmal. Das ist Schockstäbe, brauchen wir nicht. Geschützturmliebe würde ich ganz gerne machen. Und dazu brauchen wir erst Intelligenz Level 6. Deswegen investieren wir da jetzt auch mal einen Punkt. So. Und ich würde sagen... Nee, Zementmischer heißt das Ding. Zumindest hier. 25 mal Eisen haben wir nicht. Haben wir. Oder haben wir noch einen Motor? Natürlich haben wir keinen Motor. Und Motoren können wir auch nicht selber herstellen, oder? Nein, können wir nicht. Jo gut. Dann können wir das wohl noch nicht. Aber was wir machen können. Wir sehen hier aber nichts. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Brechen. Können wir denn nicht irgendwie schon... Haben wir nicht irgendeinen Mod? Nee, haben wir natürlich noch nicht. Einen Lichtmod. Bergbauhelm können wir noch nicht. Da brauchen wir erst Kunst des Bergbaus Band 7. Helmlichtmod brauchen wir auch nicht. Kunst des Bergbaus Band 7 oder einen Bauplan Helmlichtmod. Wir könnten unseren Ritterhelm herstellen, aber der nutzt uns ja auch nichts. Was nu? Wir essen uns erstmal richtig satt. Naja, hat ja gut geklappt. Wie gesagt, wenn ich was sehen würde, wäre das ja nicht verkehrt. Haben wir noch eine Fackel? Nee, haben wir auch nicht. Na ja, gut, dann. Reparieren wir halt ein bisschen unser Haus.
Ich will ja auch sehen, wo ich hinbuddeln, weißt du? Und jetzt haben wir schon wieder kein Holz mehr. So auch Holz brauchen wir ja nicht, ne? Gleich wieder ein paar Bäumchen nachpflanzen hier, wenn wir schon was kappen. Ich mache das erstmal bloß hier diese drei Reihen hoch, immer. In der Hoffnung, dass da nicht irgendwelche Säurespucker kommen, die mir dann den Rest des Gebäudes zerfressen. Aber bis jetzt hat es bei den ersten Blutmonden immer ausgereicht. Aber da drüben gibt es Pflastersteine, die können wir uns noch holen. Dies können wir tun. Hier waren wir ja schon drin. Wenn wir ihn hier allzu viel sehen. Und das war schon wieder. Und das Ding noch zerlegen. Jo. So, jetzt sehen wir hier auch wieder einigermaßen was, weil der Mond jetzt aufgegangen ist. Ich sehe zumindest einigermaßen, wo ich hingehe. Und einigermaßen ist besser wie gar nicht. So stupide Arbeiten hier, das versuche ich euch eigentlich immer so ein bisschen zu ersparen, aber ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich sonst machen soll. Weil wir gerade echt nichts zu tun haben hier und ohne Lampe hier die Häuser durchstöbern, das macht auch irgendwie keinen Sinn alles. Deswegen müssen wir uns da erst ein Helmlichtmod besorgen. Und das will ich machen, indem ich da als nächstes mal den Buchladen durchstöbe, in der Hoffnung, dass ich dort so einen Bauplan finde. Und notfalls würde ich sogar noch mal zum Händler fahren, gucken, ob der mittlerweile sowas zu käuflich zu erwerben hat. Oh ja, haben wir da schon ein Stückchen geschafft. In der Zwischenzeit Pflastersteine brauchen wir auch natürlich Stein. Den holen wir uns hier.
Oh, wir können ja rennen hier. Das ist ja... Okay, wo kommt die her? Gibt's da auch irgendwas? Kunststoff. Na klar. So. Was war das? Ein Leck. Oh, ein bisschen Stein haben wir ja jetzt. Noch ein Stein. Pflaster, Pflaster, Steine. 191 Stück, ja, das ist okay. Elektrische Teile hatten wir keine, so wie es aussieht. Dann können wir das noch einschmelzen und das noch einschmelzen und das noch zerwurschten. Dann ebenfalls einschmelzen. Und dann können wir auch wieder geschmiedetes Eisen herstellen. 140 Barren, jawohl. Und den restlichen Lehm, den kloppen wir hier mit rein. Das Glas. So. Sortieren, sortieren, sortieren. Das können wir auch erstmal ausladen hier. Das können wir uns mal wieder einverleiben. Ja, jetzt habe ich es. Statt gegessen habe ich es jetzt zerlegt. Naja, auch nicht schlecht. Ja gut, ich will euch aber jetzt hier nicht weiter langweilen mit meiner Rumtrödelei. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut.